Gemeinsam gegen den Rechtsruck. Wir stehen auf, gemeinsam gegen Parteien wie die AfD. Wir stehen auf, gemeinsam gegen Hass und Hetze. Wir zeigen Haltung für Menschlichkeit und Demokratie, für Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes, denn die Würde des Menschen ist unantastbar. Vielen Dank. Philipp ist trüb und mal mit Glanz, das Zauberwort heißt Toleranz. Wie schön ist es im flachen Land, bei mir zu Haus am Waldesrand. Und wenn man in den Bergen wohnt, der Ausblick von den Gipfeln lohnt. In fremden Ländern zur Ferienzeit freu ich mich über Gastlichkeit. Eins ist gewiss, der kennt kein Braun, die Welt ist bunt, die Welt ist bunt. Sie ist so herrlich rund und herrlich kunterbunt. Drum sing ich euch heut dieses Lied. Ich lieb den kleinen Unterschied. Eins, zwei, drei. Warte, ich tue so, als ob hier so ein Gerät ist. Okay, okay, alles klar. Okay, okay. Hände hoch kann man auch machen, nur wenn ihr wollt. Okay, let's go, okay. Zuhören. Ich schrei Stopp, denn ich hab genug gesehen, die Seele streikt. Schon vor Jahren machte sich langsam das dunkle Elend breit. Eine große Plage, die bei uns hier Unwesen treibt, geht zu weit, denn ich seh, wie mein Würze Tränen weint. Muss leider in den bösen Zeiten. Die Demonstration ist gelaufen, 1500 Teilnehmende, die gemeinsam aus ganz, ganz unterschiedlichen Organisationen, Parteien, Verbänden und was auch immer zusammengekommen sind. Und gemeinsam ein friedliches Zeichen gegen Rechtsextremismus, Faschismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus gesetzt haben. Ich bin total begeistert, wie es gelaufen ist, total glatt, problemlos und freue mich über die ganzen Partner und die Künstler, die auch hergekommen sind, unter anderem Sebastian Kumpel. Schön, dass du da bist. Ja, ist ja, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Wir haben ja damals dir einen Preis verliehen, den Sächsischen Förderpreis für Demokratie. Und seitdem kennen wir uns und ich habe mich gefreut, dass du angerufen hast, weil ich finde es ja wichtig, dass wir in Zeiten wie diesen zusammenstehen, dass wir eben doch zeigen, dass wir nach wie vor mehr sind als die anderen. Und das ist ja immer so ein bisschen so ein Ding, wo man hat ja oft das Gefühl, die anderen sind so laut und die sind so heftig unterwegs medial und bilden ihre eigenen Echokammern und Filterblasen, dass du manchmal, wenn du einen Shitstorm abkriegst, und ich bin mittlerweile ganz gut Shitstorm erprobt, dass man wirklich irgendwie das Gefühl hat, es sind ja tierisch viele Leute. Man muss allerdings wirklich wissen, es sind eben dann zum großen Teil Trolle und es sind zum großen Teil irgendwie technische Dinge, die da abgehen. Also ich glaube, wenn ihr heute hier in Vechta 1500 Leute auf die Straße gekriegt habt, Chapeau, das ist total geil und das ist der richtige Win. Vor allem, was ich geil finde, dass wirklich alle, ich sag mal, alle Demokraten sich zusammentun. Kirchenübergreifend, parteiübergreifend, Vereine, Privatinitiativen, Privatleute wie du, die das ganze Ding irgendwie stemmen. Also, wenn wieder was ist, frag mich. Danke dir.